Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Happy Wheels endlich mal wieder. Wie die Umfrage gezeigt hat, wollen auch die meisten von euch immer noch Let's Play Happy Wheels sehen. Bin ich recht froh drüber. Und da wir sehen, dieses Level ist aus dem Februar und wir haben jetzt inzwischen schon irgendwo Ende Mai, denke ich, ungefähr. Ich bin mir nicht sicher, ich komme mit Datum und so immer durcheinander. Auf jeden Fall. Ich habe es auch in der letzten Folge in den Kommentaren öfter gelesen, es gibt wieder einen Level-Stopp und zwar spiele ich jetzt noch erstmal hier in der Folge und vielleicht noch in der nächsten diese Level, aber ab dem Wochenende spiele ich wieder neue Level, also alle Level, die ab heute eingereicht werden, spiele ich dann ab dem Wochenende. Ihr könnt alle, also bitte seid nicht traurig darüber, weil ihr könnt ja jetzt selber abschätzen, ob eure Level hier jetzt gut genug waren, dass ihr unbedingt immer noch wollt, dass ich sie spiele. Wenn ja, dann reicht ihr sie einfach nochmal ein. Falls ihr nicht wisst, wie ihr ein Level nochmal einreicht, dann sagt es mir in den Kommentaren. Ich sag euch dann, wie das geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Dann könnt ihr euer Level nochmal einreichen und dann, ja, spiele ich auch nur noch die, von denen ihr wirklich sagt, das will ich auf jeden Fall, dass er es noch spielt. Und somit ist wahrscheinlich auch die Qualität der Level besser. Das Design-Level von Gitma HD geht's los. Für ein erstes Design-Level denke ich ganz okay, ist kurz und knackig und mein zweites Level für dich. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Bisher ist nicht so viel Design, muss ich sagen. Also jetzt nicht schattiert oder sowas. Okay, da muss ich springen, ganz offensichtlich. Gehen wir hier ein bisschen schneller und ja, das hat funktioniert. Okay, dieses Level ist nicht besonders gut durchdacht. Ich glaube zum Beispiel jetzt auch, dass du das nicht nochmal einreichen würdest beim Levelstopp. Man sieht überhaupt nicht, wo der Weg ist. Das ist sehr, 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 sehr blöd gemacht. Außerdem ist das Design eigentlich nicht vorhanden. Du sagst zwar, es ist ein Design-Level, aber du hast weder schattiert noch irgendwie sonst großartig was gemacht. Es ist trotzdem okay für ein zweites Level. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Mein erstes Level war sowas von scheiße zum Beispiel. Also, ist nicht schlecht, aber wenn du es als Design-Level jetzt abstempelst und das ist einfach nicht gut designt. Also ich weiß nicht, 2,5 Sterne oder so hätte ich es jetzt gegeben. Ich gebe mal hier 3 Sterne, komm, sagen wir mal hier ein bisschen kulant, aber das war eigentlich nicht so gut, finde ich. Roasting vs. Spikes, Money Milchschnitte. Ja, hey Baum, dieses Level ist sehr schwer. Ich denke, du hast diese Art von Level schon mal gesehen. Aber damit es noch etwas kniffliger wird, warten noch kleine Überraschungen auf dich. Oh Gott. Ich weiß ungefähr, wie diese Level funktionieren. Normal ist es ja nur eins, aber hier haben wir sogar noch zwei. Ich muss da hinten nochmal durch. Oh Gott, das wird schwer. Also anscheinend schaffe ich es, dass die Harpune mich da unten nicht sieht, wenn ich mich hier ein bisschen wegducke. Okay. Dann schaffe ich es ja öfter, dieses zweite Seil zu grabben, aber da reinzukommen, das wird nochmal schwierig. Nein, das war nichts. Es läuft aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich komme fast immer durchs Erste. Oh, diesmal habe ich die Harpune gesehen. Diesmal auch. Jetzt läuft es nicht mehr so gut, sobald ich sage, natürlich. Jetzt hätte ich mich ausstrecken müssen. Okay. Wie mache ich das am besten? So nicht? Nein. So auf gar keinen Fall. Wie habe ich es denn gerade so gut hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ich schaff's nicht mehr so gut wie gerade eben. Nein. Geil. Nochmal. Der wäre vielleicht sogar durchgegangen, aber ich habe einfach restartet, weil es so schlecht aussah am Anfang. Vielleicht ein bisschen dumm. Ja, endlich mal wieder das zweite erreicht. Aber das schaffe ich doch niemals. Komm, was erwartest du von mir? Das ist wieder so ein Level, was man in... ich mag deine Level eigentlich ziemlich gerne, man, die Milchschnitte. Aber das hier kann ich jetzt ziemlich gut kritisieren, weil das ist so eine Art von Level, die baust du in 30 Minuten und kannst damit 4 Minuten der Folge einnehmen, wenn ich es wirklich spielen will. Aber es ist einfach langweilig. Also es ist immer das Gleiche und es ist einfach viel zu schwierig, deshalb gucke ich mir einfach jetzt kurz dein Replay an, weil ich habe ja das ganze Level gesehen und es ist mir zu schwierig, es ist auch jetzt nicht so spaßig zu spielen und ja, Bewertungen sind auch eher nur so 3 Sterne. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen härter geworden. Woran das liegt, weiß ich nicht so genau. Aber es kommt mir so vor, als würde ich jetzt härter bewerten als vorher. Ein bisschen Design hattest du ja drin, das war also alles okay. Bauen wir den Candyland Fan Level von Achilla YouTube. Ich nehme an, so wird es ausgesprochen, oder
ACHJL, keine Ahnung. Bauzeit 5 bis 6 Stunden, Schwierigkeit einfach. Okay, Charakter hättest du schon mal fixen können. Ein kleines Fanlevel von Candy Land, hoffe es gefällt und grüße bitte Thilo und Jannis aus Norden. Okay, viele Grüße an Thilo und Jannis aus Norden. Norden ist natürlich ein cooler Ortsname. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Also, ich bin echt, ja, finde ich ziemlich gut bisher. Also es ist natürlich dem Candyland nachempfunden und ich finde, hast du auch ganz gut hingekriegt. Bei dir ist alles ein bisschen größer als bei mir. Oh Gott, die Gummibärchen, die habe ich auch gerade so überlebt. So, jetzt sind wir hier in der Höhle. Was passiert hier? Nichts. Wie hat es dir gefallen? Soll ich mehr Fanlevel machen? Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Ich fand's bisher diese Folge das coolste Level. Du hast dir Mühe beim Design gegeben. Gameplay war vorhanden, sagen wir mal so. Ich fand's auch cool, dass du dich so ein bisschen an meinem Level orientiert hast. Ich finde, das ist schon 5 Sterne wert, vor allem weil du hier nur 2,5 hast, was ein bisschen zu wenig ist, meiner Meinung nach. Ja gut. Entschuldigung. Fand ich cooles Level. Rakete von Micha MMM. Hi, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ja, sehr, sehr, sehr gut sogar vom Lawinen-Level, das weiß ich noch. Du hast immer echt gute Level gemacht. Ich habe ganz früher Level für dich gebaut. Zur Story, du musst es schaffen, dass die Rakete nicht abgefeuert wird, sonst wird es eine Katastrophe geben. PS, ich habe einen Replay gespeichert. Okay. Es leckt schon mal ein bisschen, weil es einfach auch ultra geil aussieht. Also das ist wieder ein ziemlich cooles Level. Finde etwas, um in den Hochsicherheitstrakt einzubrechen. Da ist es. Okay, ich muss nicht mal draufklicken. So. Wie komme ich hier jetzt rein? Ah, okay, das löst sich auf. Ich habe es alles durchgeschnitten. Sehr gut. Ich sollte erst die Kameras... Ah, nee, okay, das ist nicht mit Klick-Trigger. Hä? Wie schalte ich die denn dann aus? Also es scheint keinen Klick-Trigger an den Level zu geben. Was mich ein bisschen wundert, weil das alles einfach so nach Klick-Triggern aussieht, meiner Meinung nach. So, Moment, ich gehe jetzt hier wieder rein. Ich sollte die Kameras ausschalten. Ich kann hier nicht draufklicken. Ich kann auch auf die Kameras nicht draufklicken. Okay, soll ich nochmal zurückgehen? Nein. Ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Ich fahre einfach mal langsam hier zu diesem Kasten. Okay, und jetzt kann ich immer noch nichts klicken. Warte, warte, warte. Gehen die ab und zu an und ab und zu aus? Habe ich die jetzt ausgeschaltet? Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall kann ich durch. Okay, hier ist ein Aufzug. Der geht nach unten. Sieht auch ultra geil designt aus. Also, das ist schon mal ein sehr, sehr geiles Level. Okay. Was mache ich hier? Hier komme ich nicht vorbei. Ich muss durch die Lüftungsschächte gehen. Das mache ich doch gerne. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht in den falschen Raum hineinfalle. Ah! Ich will da nicht reinfallen. Nee, nee, nee. Lass mich nicht da rein. Da auch nicht. Hier muss ich rein. Im Lagerraum kann mich niemand entdecken. Ja gut, die haben es auch bestimmt nicht gehört, dass ich da Glas in ihre Räume fallen lassen habe. Wahrscheinlich nicht. Okay, hier geht's zur Rakete. Ich muss den Start verhindern. Nein. Nein. Da ist die Rakete. Oh, ich war so knapp dran. Okay, das ist aber noch ein Versuch wert auf jeden Fall. Kann ich direkt zurück? Nein, kann ich nicht. Also vor, zurück, vor, warten. Den Leck abwarten vor allem. So, jetzt fahre ich hier einfach langsam. So, ich fahre hier rein. Warte, bis die ausgeschaltet werden. Und jetzt kann ich durchfahren, glaube ich. Ja, so, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Dann gehe ich hier mit dem Elevator nach unten. Hier mal durch. Hier hin und den Lüftungsschacht runter. Hallo, kann ich da... Passe ich da noch durch? Ja, anscheinend schon. Alles perfekt. Hier gehe ich mal mit links... Oh Gott, das war richtig knapp. So, hier kann ich runter. Okay, und diesmal versuche ich, hier nicht zu sterben. So... Erste geschafft. Zweiter geschafft. Dritter auch geschafft. Da ist die Rakete. Sie darf nicht abgefeuert werden. Okay, ich gehe schnell ins Kontrollpult. Hacking. Okay, ich hacke die Atomrakete, die ganze Welt zerstören würde. Und hab gewonnen. Das Level war ultra geil. Ohne Witz, das sah so schön aus. Und
Ja, generell auch richtig geil. Und wenn ihr so gute Level habt, dann müsst ihr die auf jeden Fall re-uploaden, wenn ich den Level-Stop mache. Das will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Richtig geiles Level. Ja, No Vehicle geht's weiter mit von Marek Habo 00. Hey Baum und andere, das ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Das hoffe ich auch. Okay, es ist ein Lead Ball zuerst. Also ich habe ihn irgendwie gegrabt, wenn auch nur mit einer Hand. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Habe ich den? Nein, ich kann den nicht grabben. Ah, okay. Anscheinend wird er erst solide, sobald sich das Teil auflöst. Auch ein bisschen komisch. Okay, kann ich rüberspringen? Alles klar. Oh Gott, hier muss ich mich ducken. Lead Ball ist einfach so pure Glückssache. Man versucht einfach nur, dass seine Arme nicht abbrechen. Okay. Rope Swing Time. Warte. Ich möchte mich positionieren so. Perfekt. 3 Sekunden und jetzt. Okay, das ist sehr, sehr ungünstig. Was hast du dir da. Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. Oh. Was hast du dir denn bei dem Rope Swing gedacht, frage ich mich gerade. Das hat irgendwie nicht funktioniert, wie du. Oh Gott, das war auch lächerlich. Ich will den Ball haben. Okay, ich habe ihn. Mit beiden Händen. So. Ich finde es lustig, wie ich so hüpfen kann, indem ich zuerst nach unten und dann nach oben drücke. Locker brechen mir gleich wieder meine Arme ab und ich darf den ganzen, das ganze Level nochmal neu starten. Oh nein, da bin ich nicht gesprungen und ich bin einfach runtergefallen. Ich würde mich mal interessieren, ob ich beim ersten auch sterbe. Ah! Ob ich beim ersten auch sterbe, wenn ich nicht da so sozusagen drüber springe. So, ich habe den Ball wieder. Noch ein Versuch. So, einfach hier weiter. Ich springe einfach lieber. Ich will nicht nochmal neu starten hier. Und hoffentlich brechen mir nicht die Arme ab. Ja, da geht schon der erste. Rope Swing Time. Ich gehe mal weiter. Das hat perfekt funktioniert. Das war echt gut. Problem ist nur, dass ich keine Arme mehr habe. Sollte aber. Okay, ist ein Problem. Ich widerrufe, was ich sagen wollte. Oh, ich werfe ihn. Okay, nee, ich kann ihn natürlich nicht werfen. War ein Versuch wert. Ich bin zwar gestorben, aber ich wollte nur testen, ob es funktioniert. Das kann ich. So kann ich natürlich ein bisschen abkürzen. Wenn ich nicht dabei sterbe, jedenfalls. Aber ich hätte es lieber so, dass ich hier noch ein bisschen warte und das Ganze gleich mache. Moment. Am besten ist es, wenn ich hier abkürze. Perfekt. Nein! Ich fall falsch. Okay. Wir gucken uns an, was hier noch kommen würde. Freeze Fall. Und dann der Victory. Also, ich guck mal kurz, ob ein Replay da ist. Sind vermutlich. Oh ja, es sind sogar viele da. Der hier hat auf jeden Fall eine Abkürzung gefunden. Das gucke ich mir gerne mal an. Vielleicht hat er sich einfach von Anfang an bis in den Victory geschleudert. Das wäre natürlich cool. Ja, es sieht so aus. Nice! Ja, ich war auch schon knapp dran, es irgendwie so zu abzukürzen. Also da hättest du ein bisschen fixen können. Design hat auch ein bisschen gefehlt, deshalb nur 4 Sterne. Aber das Gameplay war eigentlich ziemlich gut. Deshalb, ja, hat es mir trotzdem gefallen. Eiswald von Timur Chan. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich das schon mal gespielt habe oder ob ich, also ob ich das schon mal in der Aufnahme gespielt habe oder ob ich das privat angespielt habe. Weil wir sehen ja, es ist eine, ich sage jetzt mal Nachmacher meiner Low Gravity Welt. Hat nur einen Stern, merkwürdigerweise. Es passiert eigentlich nicht viel, außer dass da immer unsichtbare Wände sind, gegen die ich manchmal stoße. Und hier haben wir ein Schneemonster, was nicht funktioniert. Okay, es funktioniert doch. Ich weiß nicht, woher kommt der eine Stern? Ich warte nur darauf. Okay, vielleicht weil es zu schwierig ist. Generell, das könnte eventuell sein. Warte. Ich bin mir gerade nicht jetzt sicher. Ich habe
Ich hatte irgendwie so in Erinnerung, dass du irgendwie einen Fix oder so da das Ganze zweimal eingereicht hättest. Ja, genau, da unten was nochmal. Ah ja, genau, das hier war eine Demo und das da oben, was ich gerade gespielt habe, war die Vollversion. Alles klar, jetzt bin ich da wieder ein bisschen drin. Muss ich erst ein bisschen wieder runterscrollen, weil es so lange her ist, dass ich diese Demo gespielt habe hier. Komm schon, lass mich darüber. So, okay, das ist tatsächlich ein Block, wo ich drauf springen kann. Habe ich meine beiden Füße verloren. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Lass das hier schon mal runterfallen. Das stört mich dann jetzt nicht mehr. So, da fällt jetzt nichts mehr runter. Okay, hieran sterbe ich auch nicht aus irgendeinem Grund. Obwohl ich eigentlich hätte sterben sollen. Gucken wir mal. Was passiert jetzt? Nichts. Das finde ich gut. Ja, da habe ich eigentlich nichts dagegen. Ja, passiert einfach mal nichts. Okay. Gut, vielleicht kann ich den Einstellen etwas nachvollziehen. Ich spiele das Ganze mal nicht weiter. Letzte Level für heute: Dark Forest von Marekabo 00. Herr und andere, mein erstes Level für dich. Ich hoffe, du hast Spaß. Das hoffe ich auch. Dark Forest sieht schon mal ziemlich cool aus, aber so wie es aussah, war das nur eine Demo. Moment, nochmal restarten. 5000 Plays, Full Version. Nein. Hat nicht ganz geklappt, aber die Plays sind auch komplett random. Das kommt nur darauf an, wie dein Level in der Liste vertreten ist. Deshalb, ich würde niemals sowas an Plays festmachen. Eher an Rating. Oder wenn es keine Plays kriegt, einfach nochmal re-uploaden, weil dann kriegt es irgendwann Plays. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd von mir, dass ich die ganze Zeit Frontflips machen wollte, unbedingt. Okay, Frontflip. Und noch einer. Ja. Und ah Gott, da ging's gar nicht. Oh Mann, ich bin so dumm. Sollte aufhören damit. Also jetzt stattdessen mal ein bisschen schneller hier durch. So, hier sind wir in der Höhle. Ich weiß eh, dass ich hier unten rein muss, weil da oben ein riesiger Meteor auf mich wartet. Dem möchte ich lieber nicht begegnen. So, hier in die Mitte. Kann ich da drüber? Jo. Absolut. Oh Gott, das sind Schwerter. Bleib unten, bleib unten. Okay, ich hab's geschafft. Hier rüber springen. Finde ich ein cooles Level. Das ist auch eigentlich nicht so kurz, dass es eine Demo ist. Das sieht für mich eher schon aus, als wäre es schon eine Full Version. Also, mir hat's gefallen. War für mich ein 5-Sterne-Level. Hatte gutes Gameplay. Sah ganz gut aus. Fand ich schön. Okay, ich denke mal, dass es noch eine Folge von alten Leveln gibt und danach kommen die neu eingereichten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.